Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur letzten Folge der Reihe über Geschichte und Fiktion und möchte heute eine kleine Zusammenfassung geben und einen Ausblick auf das, was ich ab dem Oktober 2024 vorhabe. Wir haben diese Season beendet mit Wim Schneiders Autobiografie. Eine beeindruckende Autobiografie einer beeindruckenden Person, auch literarisch beeindruckend in ihrem Leben, in dem, wie sie dieses Leben gemeistert hat. Aber in der Regel habe ich Personen in diesen 20 Folgen betrachtet, die einen großen historischen Namen haben. Und ich habe Personen gewählt, die über 2000 Jahre Geschichte des Abendlandes, aber auch weltweit geprägt haben. Es waren Autobiografien, es waren Biografien, es waren Romane darunter. Und meine Auswahl war sehr, sehr speziell. Ich habe Texte gewählt Texte, die mich beeindruckt haben. Von Personen, die mich beeindruckt haben, und zwar positiv wie auch negativ. Vor allem Menschen aus dem 20. Jahrhundert und ihre Erlebnisse sind mir sehr wichtig gewesen. Manche Personen habe ich distanzierter betrachtet, viele mit sehr viel Herzblut, weil ihr Schicksal mir doch sehr, sehr nahe geht. Das gilt vor allem dann eben auch für die Zeit des Dritten Reiches im 20. Jahrhundert. Unter diesen Personen waren Philosophen, politische Führer, militärische Führer, Cäsar, Babur, Heliogabal, ein chinesischer Kaiser, zwei Theologen, Augustinus und Abelard, Wissenschaftler wie ein Mediziner, ein Mathematiker und ein Weltreisender. Ein Schriftsteller war dabei, Shakespeare. Berühmte Theater, Menschen, Schauspieler in dem Roman Mephisto. Und schließlich eben Personen aus dem Dritten Reich, die Opfer waren, Widerstandskämpfer. Ja, und am Anfang sogar zur Reihe eigentlich der Täter gehört haben. Was mich interessiert hat, war vor allem auch bei den Romanen, was interessierte einen Autor an dieser historischen Person? Was arbeitete er ab an dieser historischen Person? Was hat ihn an ihr interessiert? Und das hat mich ganz speziell interessiert und daraufhin habe ich diese Texte auch befragt. Und für mich eben besonders eindrucksvoll und überraschend war noch einmal die Lektüre der Iden des März, die doch für mich eine sehr überraschende Lektion an den damaligen Leser beinhaltet haben. Ich finde nach wie vor den Text von Kehlmann ausgesprochen erhellend, auch als Analyse einer industriellen Zeit, in der wirklich die Menschen noch an Fortschritt und an Glück geglaubt haben, was hier auf dieser Welt verwirklicht werden könnte durch Reichtum, durch Wissenschaft. Eine sehr moderne Fragestellung, die er wunderbar dann eben modern auch kritisiert hat in seiner Skepsis gegenüber diesen beiden, doch auch mit Ironie und Witz betrachteten Männer. Bewegt hat mich natürlich das Schicksal der drei Frauen im Dritten Reich, einer Lisa Fitko, einer Cordelia Edwardson und einer Luce Deramo. Bewegt hat mich auch ganz besonders die Autobiografie von Edward Said und dann auch die Autobiografie von Malcolm X. Ich
Und zwar diese beiden Biografien, weil sie Autobiografien, weil sie mich in Bubbles eingeführt hat, die ich überhaupt nicht kenne. Als Mitteleuropäerin in einer Mittelschicht lebend, doch in einer sehr deutschen Bubble, habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt mit dem, was Edward Said zu berichten hat oder auch eben Malcolm X. Und das interessiert mich immer besonders, eben Erlebnisse und Erfahrungen, die vollkommen anders sind als meine eigenen. Die Texte generell, die ich ausgewählt habe, waren sehr, sehr speziell. Ich habe Texte ausgewählt, die vielleicht nicht unbedingt heute mehr so bekannt sind, die ich aber nach wie vor für wunderbar und interessant halte. Darunter waren Texte, die wirklich mitreißend geschrieben sind und wirklich absolut mitreißend geschrieben, finde ich, die Geschichte von Schibli, eine Nebensache. Auch alle Menschen, denen ich diese Erzählung, diesen Roman empfohlen habe, ist es genauso gegangen wie mir. Ich habe bei der Vorauswahl viele Werke herangezogen, die ich dann fallen gelassen habe, weil sie bekannt sind, weil sie in vielen Stellen, an vielen Orten besprochen worden sind. Und ich habe gedacht, ich nehme lieber Bücher, die nicht so bekannt sind, die aber nach wie vor erwähnenswert sind. Ich wollte Ihnen unbedingt einen Roman vorstellen über eine Esoterikerin, habe mir dieses Buch dann auch noch mal herangenommen und ganz gelesen und war so entsetzt, es ist so schlecht geschrieben, dass ich mir das dann doch nicht getraut habe, Ihnen vorzustellen. Andere große Autoren, wie natürlich historische Schriftsteller, die Klassiker geschrieben haben, historische Klassiker wie Zweig oder Hilary Mantel, habe ich nicht vorgestellt, weil sie auch immer wieder besprochen worden sind. Ich wollte dann auch noch auf zwei andere wichtige Personen eingehen, nämlich Mandela und Gandhi, und bin dann aber davon abgekommen, weil ich zu wenig weiß über die Geschichte Indiens und auch Südafrikas, weil ich mich da auch vollkommen neu hätte einlesen müssen in die historischen Bedingungen, in denen ihre Biografien entstanden sind. Also habe ich das dann gelassen. Aber ich werde mich sicher in der nächsten Zukunft mit beiden Männern beschäftigen. Was habe ich vor im neuen Jahr? Die nächste Season wird beginnen im Oktober 2024 und bis in den Juli 2025 reichen, so Gott will und ich gesund bleibe. Ich möchte diesmal Kurzgeschichten mir anschauen. Novellen, kurze Erzählungen. Und der Schwerpunkt soll wieder liegen auf deutscher Literatur, aber auch europäischer Literatur, mit kleinen Blicken auch außerhalb von Europa. Das werde ich gucken, was mir da unter die Finger gerät. Es wird sich um Klassiker der abendländischen Literatur behandeln, eben unter anderem ganz sicher einen Boccaccio, selbstverständlich meinen Lieblingsautor Kleist und den anderen Lieblingsautor Kafka. Also es werden darunter Bücher sein, Texte, die auch heute im Abitur immer wieder erfragt werden. Das ist mein Plan. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich wünsche Ihnen erstmal eine schöne und geruhsame Sommerpause.